Zack McFly. So, Brudis. Wir sind wieder am Start hier mit dem Leator. Der Leator mit seinem kaputten Mikro. Dein Einsatztrupp kann sich sehen lassen. Diesen Kampfgeist brauchen wir. Und ich bekomme eine neue Waffe, die ich nicht benutzen kann. Gut. Nice. Automatikgewehr. Ja, die Scoutgewehre haben mich echt enttäuscht bis jetzt. Okay, Vorhut, ja, Ruf erhöhen. Hat jeder seinen eigenen Ruf? Nee, ne? Nee, das ist Gruppenprämie. Viel Glück. Was kann ich tun? Ich behalte die Token erstmal. So. Und der Leator braucht noch einen Strike. Hast du eigentlich schon gesehen, dass man von hier die Mission starten kann? Einfach gedrückt halten. Strikes. Strike ballern! Starten! Und du bist beigetreten! Geil, du bist auch ein Weed-Noggert. Gute Entscheidung! Gute Entscheidung! Oh, derselbe Strike nochmal. Okay. Falls hier eine Aufnahme verkackt war, kann ich ja den jetzt sehen. Ich bin noch nicht fertig! Ich hatte so viel zu diesem Tüner vorbereitet! Ich hatte Tabellen und Bilder! Weißt du was? Da bin ich einmal gut vorbereitet! Vergiss es einfach! Keine weiteren Feinde mehr hier. Da draußen gibt es genug. Bring mich zu einer Konsole, dann können wir raus. So. Lass sie hacken, dann können wir hier durch. Die lauern alle schon. Sieht so aus, als sei Tynox Netzwerk anders als das der Hochlegion. Gut anders oder schlecht anders? Ich dachte, man kann irgendwie durch die Scheibe verschwindet. Irgendwie, lass uns nicht darüber philosophieren, was wir da gerade gesehen haben und welcher Gegner gerade Verstärkung gerufen hat. Der hört sich an wie du. Oh, danke. Der Drescher hier. Das letzte Ernteschiff hat eine Brennstoffzelle freigelegt. Die können wir nutzen. Gut gemacht. Okay, ich hol mal die Ladung. Klasse, nimm sie und. Plan, spar. Du nimmst das Ding und bringst es zum explodierenden Sturz. Fertig ist der Plan. Schon schlechtere gehört. Okay, das ist natürlich jetzt doch ein bisschen krass, was ich hier mache. Um weit vorzulaufen. Ah, was passiert hier? Ach, die Ladung wurde abgeholt. Komm, gib ab, gib ab, gib ab! Geschafft! Und wir sind an einem Stück. Ja, manchmal ist es ein echter Erfolg, mal nicht in die Luft. Beeindruckende Ziele habt ihr. So, hab ich schon mal ein bisschen aufgeräumt.
So. Dringe weiter vor. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir eben echt komplett falsch gelaufen sind. Ah. Tynox-Leutnants meinen es wirklich ernst. Glaubst du, das war's? Er hat sicher noch mehr in petto. Unsichere Männer umgeben sich gerne mit Gleichgesinnten. Kate, hast du dazu was zu sagen? Nö, sie hat vollkommen recht und deshalb arbeite ich alleine. Das Schiff ist immer noch hier. Nach Tumos hat es Tynox übernommen. Ich dachte, er würde es Chartreuse lackieren, damit es zur Rüstung passt. Bitte, welche Farbe? Nichts. Hier sind wir eben nicht rausgekommen, oder? Steckt er sich jetzt dahinter? Das gibt's doch nicht. Wir müssen tiefer eindringen hier. Aber diesmal richtig. Und wieder geht's ins Schiff. Wir kommen, Tynox. Er hat einiges zu verantworten. Seid gründlich. Krasser Raketenwerfer. Zerstöre den Panzer. Ach, der ist doch ganz da. Tja, es wäre wohl keine Kabalbasis, wenn da nicht noch ein Panzer wäre. Sehe ich den Panzer nun nicht? Ach, da steht er. Ich hab fast mit seinem letzten Schuss gekillt. Dieser Panzer steht zwischen uns und Bracos Tynox. Ich
finde, du solltest diesen Panzer in die Luft jagen. Ein wahrer Meisterverbrecher. Einfach auf den Panzer konzentrieren. Es war auch, glaube ich, blöd, dass wir alle auf einem Platz standen, oder? Jetzt. Schwere Munition verloren. Ah! Oh, hat er mich doch gefressen, ne? Danke dir. Der Mokoba will das Ding aber auch durchballern hier. Wir haben Tür noch gefunden. Lasst ihn nicht entkommen. Level 15, ich hab's da noch. Müssen wir die nochmal irgendwie aktivieren? Ah ne, fährt schon. Da war hier auch irgendwas mit Level 15. Das hier, glaube ich. Power 163 bin ich jetzt. Das war's.
Er sitzt in der Falle. Auf einem Flugplatz. Okay. Keine Muni mehr. Da gibt es natürlich auch eine neue Waffe nichts. Und Pets. So, konnte noch hier irgendwo die Kugel holen. Schräg gegenüber dann, ne? Ja. Das Spiel wäre so viel einfacher, wenn ich besser treffen würde. Der hat nicht probiert. Ganz vergessen. Alter, ich lieg hier hinter den Kisten. Hinter dir, nein. Pass auf die ganze Runde. Ach, der Typ ist hier da. Ein paar Sphären generiert, hab ich schon. Ganz interessant, einfach nur zuzugucken. Ausgetrickst. So, jetzt kriegt er noch einen Raketenschuss. Boah, das war aber auch in letzter Sekunde.
Ich hole die Ladung. Ich würde jetzt mal gerne wissen, wenn man da drauf springt, ob das Ladungsschiff einen mitsam wegnimmt. Probiere ich beim nächsten Mal auf jeden Fall aus. Gesehen, ne? Ich schieße den Pfeil in den Rücken. Ah, jetzt hat er mich! Was ist jetzt das hier? Erwischt! Ohne Thynok muss die Rotlegion wohl wieder mit Steinen werfen. Gute Arbeit. Ach so, das sind die Token. Wurdest und so. Du schon mal von einem Stein getroffen? Das ist nicht lustig. Ach, ich vermisse Eris. Das ist jetzt mein Thron hier. Ich bin der King. Hey, lach nicht! Das heißt, nächste Folge geht's weiter mit der Mission hier, Rodis.